Ja, herzlich willkommen hier zur zweiten DVD der Mad Wrestling Association Most Wanted. 10 vom 3. März 2012 in der Hansa-Halle in Lübeck. Mein Name ist Daniel Neumann. Ich bin immer noch Thorsten Simon. Und wir sehen Maurice, der in den Ring steigt. Die erste Hälfte war brandheiß, voller Action. Und jetzt erleben wir noch zwei große Kämpfe. So, wir kommen gleich zum nächsten Kampf. Als erstes auf dem Weg zum Ring. Aus Norderstedt. Mit einer Körpergröße von 1,78 Meter und einem Kampfgewicht von 86 Kilogramm. Hier ist Matte Knight! Ja, in der ersten Hälfte der Veranstaltung konnten wir es bereits mitbekommen. Die Kämpfe, die jetzt auch kommen. Michael Knight, der jetzt zum Ring kommt, in Begleitung mit Forward. Das neueste Mitglied der Meisterklasse. Die Enttäuschung der Zuschauer ist natürlich groß, das merkt man hier. Ja, über 5 Jahre war er doch tatsächlich hier der Publikumsliebling in Lübeck. Zweifacher internationaler Meister der NBA. Und jetzt das. Ja, hat sich einfach vom Publikum abgewandt und ist jetzt Mitglied der Meisterklasse. Ja, mit so einem grimmigen Gesichtsausdruck habe ich ihn, ich persönlich habe es auch noch nie gesehen hier. Ja, wird hier vom Publikum auch, ja, die Meinung gegeigt, kann man so schön sagen. Ja, so kann man es natürlich ausdrücken. Ich glaube, Freunde werden das Lübecker Publikum und Michael Knight nicht mehr. Ja, das denke ich auch. Mit einer Körpergröße von 1,68 Meter und einem Kampfgewicht von 93 Kilogramm, Murat Boskos! Ja, und hier kommt sein Gegner. Ja, das ist natürlich ein harter Knochen, ein harter Gegner hier für Michael Knight, Murat Boskos. Ja, Murat hier sieht man sehr fokussiert, sehr konzentriert hier auf das Match, hat seinen Gegner hier im Blick. Schaut sich Michael Knight an im Ring, zeigt mit dem Finger auf ihn. Ja, was mag jetzt in Michael Knight vorgehen? Ist das eher so ein bisschen Angst? Mensch, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Oder doch eher Arroganz? Der jeweils ist Murat Boskos hier der Liebling des Publikums. Wie eh und je, das Publikum steht hier hinter Murat Boskos. Dass er auf jeden Fall der Publikumsliebling ist, das merkt man ganz, ganz deutlich. Ich bin gespannt, wie dieser Kampf laufen wird. Ja, wie gesagt, das Publikum steht hier hinter Murat Boskos. Und Michael Knight braucht im Prinzip gar nicht mehr aufs Seil zu steigen. Also braucht nicht ernsthaft glauben, dass er noch hier irgendwelche Sympathiebekundungen hier vom Publikum bekommt. Und eigentlich, so wie wir ihn verstanden haben, will er sie auch gar nicht haben.
Aber er will hier wohl anscheinend Ruhe haben. Da sagt er, wenn Ruhe ist, dann ist er bereit. Er will wohl Ruhe haben, er will sich konzentrieren. Ja, oder er geht nach hinten. Ja, und offensichtlich will er jetzt nach hinten gehen. Ja, was eigentlich aber auch wenig Sinn macht. Weil dadurch hat er nichts gewonnen und... Er wird hier, glaube ich, auch gerade vom Ringrichter angezählt, so wie ich das gesehen habe. Der Ringrichter hatte wohl das Match schon eröffnet. Und Vorwärts zeigt aber wieder auf den Ringrichter. Ich glaube, der Ringrichter zählt. Ja, jetzt läuft er wieder zum Ring. Tatsächlich, er hat angezählt, hier war auch schon bei 9. Oh, jetzt geht er wieder aus dem Ring raus. Ja, dann muss der Ringrichter natürlich wieder bei 1 beginnen. Ja, und Michael Knight setzt sich hier ins Publikum. Ja, ich meine, das kann Michael Knight doch nun nicht wirklich erwarten, dass Bure Postbus sich da jetzt einfach hinlegen und covern lässt. Oder das war doch jetzt nicht ernsthaft seine Meinung. Michael Knight hält sich hier die Ohren zu, kann die Murat-Rufe schon gar nicht mehr hören. Aber an seiner Stelle sollte man langsam in den Ring kommen. Er soll hier ein Wrestling-Match bestreiten. Ja, das Match ist, wie gesagt, eigentlich schon eröffnet. Eine Diskussion hier zwischen Murat Bosporus und Michael Knight. Oh. Und wieder die Ohrfeige, die wir schon am Anfang der Show gesehen haben. Oh, das kann Murat Bosporus aber genauso. Haltegriff hier von Murat Bosporus. Der dominiert im Moment die Situation. Michael Knight rettet sich ins Seil. Murat muss lösen und das macht er natürlich auch. Michael Knight hält sich hier den Arm, nur doch sehr schmerzhaft gewesen, die Aktion. Dafür erntet er natürlich vom Publikum Missmut, ganz klar. Und lässt sich hier von Forward behandeln. Ja, eine kleine Rückmassage hier am Nacken ein bisschen lockern. Genau, ist richtig, haben auch schon so viel getan hier heute. Murat sagt hier scherzhafterweise, er hat ihn an den Haaren gezogen. Und in den Lockup. Michael Knight kommt hier jetzt heraus. Ja, Murat reagiert hier und hält Michael jetzt wieder im Haltegriff. Ja, und natürlich versucht dieser sich ins Seil zu retten und schafft es dann auch. Ja, Murat war da so ein bisschen ärgerlich, dass Michael das geschafft hat, hier sich ins Seil zu retten. Sehen wir dann schon wieder eine Kraftprobe. Murat bietet sie jedenfalls an. Ja, Michael Knight sagt, ja, guck mal meine Bizeps an. Nur wenn man ganz ehrlich betrachtet, die von Murat sind nun auch nicht wirklich kleiner. Ja, Kraftprobe. Yeah.
Ah, sehr ausgeglichen hier das Ganze. Das Ganze hin und her und jetzt hat Michael Knight offensichtlich den Vorsprung. Murat ist in der Brücke. Ah, drückt sich auch wieder nach oben. Oh. Sehr schöne Kombination. Takedown. Und hat Michael wieder im Haltegriff. Ja, aus dieser Situation wird es natürlich sehr schwer, sich jetzt irgendwie ins Seil zu retten. Oh, Forward greift da ein. Forward hat ihn ergriffen. Er hat nur das Bein unter das Seil gezogen, sodass Murat Bosporus, oder an das Seil gezogen, sodass Murat Bosporus den Griff lösen muss. Das ist kein Eingriff. Das ist Hilfe. Ja, und Michael Knight hat da offensichtlich jetzt Schmerzen am Arm. Ja, das war ja schon das dritte Mal, dass Murat an den linken Arm von Michael Knight geht und diesen bearbeitet. Schulterblock hier von Murat Bosporus. Oh, der Hip-Toss von Murat gegen Knight. Und ein weiterer. Ah. Und die Clothesline. Und ja, Michael rollt sich also wieder heraus aus dem Ring. Schöne Kombination hier von Murat Bosporus. Zweimal Hip-Toss, einmal Clothesline und Michael Knight braucht erstmal eine Pause. Ja, Murat steigt jetzt seinerseits aus dem Ring heraus. Läuft herum. Oh, Michael Knight sieht ihn und ja, flüchtet. Ja. So, Murat wieder in den Ring und jetzt versucht er einen Elbow Drop, aber Murat Bosporus ist schlau, der weicht natürlich aus. Au. Das tat weh, das tat weh. Oh, auch schöne Aktion hier von Michael Knight. Murat Bosporus an den Ringpfosten und Michael Knight zieht seinen Arm übers oberste Ringseil. Das dient natürlich das Schultergelenk. Sehr schmerzhaft. Oh. Da gibt's den Armbreaker-Versuch von Michael Knight. Und das Cover drückt hier mit aller Gewalt die Schulter nach unten. Aber Murat kommt immer wieder heraus. Ja, das reicht natürlich auch nicht, um einen Murat Bosporus hier zu besiegen. Also dazu ist es. Au, geht wieder Aktion hier an den Arm von Murat Bosporus. Unfaire Aktion hier im Seil. Muss natürlich lösen. Oh, Forward macht hier weiter. Zieht weiter am Arm. Der Ringrichter sieht es nicht. Ja, aber Michael Knight ihn natürlich ablenkt. Jetzt hat der ehemalige internationale Champion der NBA hier die Oberhand. Nimmt den angeschlagenen Arm in die Ringecke und jetzt das Cover. Eins. So, du bist eins. Vorarm hier von Murat noch einmal. Oh, schöner Kick hier von Michael Knight. Gekontert. An den angeschlagenen Arm wieder. Oh. Tritt auf den Ellenbogen. Cover hinterher. Eins, zwei. Nur bis zwei. Ja, Provokation hier von Forward außerhalb des Rings. Das muss man natürlich auch nicht machen. Aber immer wieder werden hier die Arme von Murat Bosporus bearbeitet. Das ist von der Strategie natürlich gar nicht so unclever. Wenn die Arme hier immer wieder bearbeitet werden, verliert Murat natürlich auch schon die Kraft an den Armen. Besonders wenn man bedenkt, dass Murats Waffen die Souplessen sind, die Aufgabegriffe, sein MKG, all dafür braucht man vernünftige, kräftige, heile Arme, sage ich mal. Wenn die natürlich bearbeitet werden und angeschlagen sind, geht das Ganze nicht so einfach. Ja, aber Murat hat sich eben
herausgewunden, wollte ich gerade sagen, aber eine Aktion hier von Michael Knight, Chinbreaker und aus dem Ring herausgeschmissen. Ja, und natürlich gleich Forward wieder. Unfaire Angriffe außerhalb des Rings, die der Ringrichter wieder nicht sieht, wird wieder von Michael Knight hier abgelenkt. Und wieder unfaire Aktion hier gegen den Arm von Murat Bosporus auf den Stuhl. Das Ganze macht er jetzt nochmal auf den Stuhl. Das ist natürlich schmerzhaft. Ja, wieder Provokation hier von Forward. Ja, Murat ist natürlich sauer, das ist schmerzhaft. Aber hier die Reaktion, Vorarm gegen den Kopf hier von Michael Knight und nochmal. Krachender Schock von Murat Bosporus. Ja, und natürlich zurück zum Ring, weil sonst werden sie ausgezählt. Ah, da sieht man schon, Murat kann seinen linken Arm gar nicht mehr so richtig belasten. Und genau diesen attackiert Michael Knight einfach weiter. Murat bis 2. Oh, gleich der Kick hinterher hier von Michael Knight. Mensch, das ist wirklich ein Hin und Her hier vom Schlagabtausch. Einmal hat der eine die Oberhand, einmal der andere das Cover. 1, 2. Nur bis 2. Na, hätte mich auch ein bisschen gewundert, wenn dieser Cover jetzt durchgegangen wäre. Dann Murat wirkte bis eben jedenfalls noch recht vital. Und jetzt kämpft er sich auch wieder zurück. Uppercut gegen Michael Knight. Also das, was ich angesprochen habe, das tut natürlich weh in den Armen. Und wieder eine Aktion gegen den Arm. Ja, das sind natürlich schmerzhafte Sachen. Und 1, 2. Nur bis 2. Und wenn Murat dann so einen Uppercut ansetzt, wie eben gerade, das kann er ein, zwei Mal machen und dann sind natürlich sofort wieder die Schmerzen im Arm. Und da, jetzt geht's weiter auf den Arm. Jetzt wird der Trizeps überdehnt. Ah, schmerzverzerrtes Gesicht hier von Murat Bosporus. Der gibt aber nicht auf. Michael Knight, sieht man hier, setzt wirklich alles an Kraft ein, was er hat, um hier Murat Bosporus zur Aufgabe zu zwingen. Der schüttelt hier mit dem Kopf, das sind Schmerzen, holt sich hier die Unterstützung des Publikums. Oh, schöne Aktion, ja, gerollt hier von Michael Knight, der nimmt Anlauf. Aber Murat kämpft sich zurück. Overhead, Belly-to-Belly Suplex in das Turnbuckle. Ja, natürlich sehr schmerzhaft hier für Michael Knight, weil er diese Aktion nicht mit den Beinen abfangen konnte, weil er mit den Beinen sofort im Seil hing. Murat Bosporus setzt sofort hinterher, Vorarm hier, noch ein. Eine ganze Serie. Aber da rennt Murat Bosporus in die ausgestreckten Beine von Michael Knight. Ja, und der setzt sich auch sofort in die Ringecke. Also da sieht man schon, dass seine Kraft auch nicht mehr die beste ist. Ja, Forward hebt hier siegessicher die Hand, aber da sollte man auch nicht zu voreilig sein. Oh, rollt sich hier auf das Seil hoch. Murat Bosporus folgt ihm sofort. Overhead, Belly to Belly, Top Rope Suplex. So muss das Ganze aussehen. Jetzt muss er sich rüberrollen. Jetzt muss er covern. Das wäre der Sieg. Ja, wobei auch diese Aktion für ihn selber natürlich sehr kraftraubend ist, weil er auch da wieder seine Arme einsetzen muss, die sowieso schon angeschlagen sind. Versucht er selber jetzt Kraft zu finden,
Beide Kontrahenten liegen am Boden, werden angezählt hier vom Ringrichter. Murat Bosporus versucht sich hier hochzuwinden, um ein Cover ansetzen zu können. Oh, Ringrichter ist schon bei 6. 7. Beide liegen immer noch am Boden. Bei 10 wären sie ausgezählt. 8, aber sie kommen langsam nach oben. Aber 8 stehen sie beide wieder. Und jetzt Vorarm von Knight, Vorarm von Bosporus. Jetzt geht das hin und her. Ja, offener Schlagabtausch hier zwischen den beiden. Beide stehen nicht mehr so sicher auf den Beinen. Da kann jeder Schlag entscheidend sein, um den Gegner von den Beinen zu holen. Schlagserie von Murat Bosporus hier. Der Kick als Konter von Michael Knight. Der Body Slam von Murat Bosporus. Schöner Snap Suplex hinterher. Murat nimmt Anlauf. Clothesline in der Ringecke. Harte Schläge an den Brustkorb von Michael Knight. Das Gruppentüch, die Kraft. Clothesline hinterher. Und das Cover. 1, 2. Oh, da kommt Michael Knight noch raus. Vorwart lenkt hier jetzt ab. Die üblichen Taktiken. Das nutzt hier Michael Knight und geht natürlich gleich in den Armbar. Schmerzen hier für Michael Knight, für Murat Bosporus. Die Arme sind sowieso schon angeschlagen hier. Murat versucht sich hier ins Seil zu retten. Vorwart hier ist am Seil und zieht das Seil weg. So wird es natürlich schwieriger für Murat ins Seil zu kommen. Aber er nimmt die Füße. Michael Knight muss lösen. Wird bis 4 gezählt. Ja, beide Kontrahenten hier schon sichtlich fertig. Wobei Murat Bosporus hier starke Schmerzen am Arm hat hier. Zieht ihn immer weg, wenn Michael den Arm schnappen will. Jetzt hat er den Arm. Oh, Murat kreuzt sich raus. Oh. Kick in den Magen. Das ist der Ansatz zum MKG. Der Suplex und jetzt der Aufgabegriff. Der Aufgabegriff hier von Murat Bosporus. Der finde ich auch. Und da gibt er auf. Michael Knight gibt auf. Er klopft ab. Er klopft ab. Ja, aber Vorwart lenkt den Ringrichter ab. Nicht zum ersten Mal. Und da ist Murat offensichtlich sehr sauer drüber, zieht Vorwart hier in den Ring hinein. Oh, jetzt gibt es sicherlich eine Tracht Prügel für Vorwart. Oh, da ist Marcellus Marcellus mit einem Stuhl. Das hat Murat nicht gesehen. Oh, und dann gibt es den Stuhl in den Rücken und das bricht natürlich der Ringrichter sofort ab. Disqualifikation, gehe ich mal von aus hier. Oh, und immer weiter geht hier Masterpiece Marcellus mit dem Stuhl auf Murat Bosporus los. Ja, und jetzt hören wir es offiziell. Der Gewinner Murat Bosporus durch Disqualifikation. Ja, und unschöne Handzeichen hier von Masterpiece Marcellus. Ja, da geht's ganz schnell raus. Die Meisterklasse flüchtet. Ja, Michael Knight musste diese Niederlage hinnehmen. Obwohl, ja, im Endeffekt muss man ehrlich sein, eigentlich hätte man sich den Eingriff sparen können. Jetzt hat er auch verloren. Von daher. Tja. Ja, da geht's vielleicht um den psychologischen Vorteil. Beim anderen hätte Murat die Aufgabe erzielt oder hätte ihn bei 3 gepinnt.
So liegt Murat am Boden und die Meisterklasse kann halbwegs aufrecht den Ring verlassen. Naja, Schlager, harter Schlagabtausch gewesen hier zwischen Murat Bosporus, aber da sieht man, er schüttelt immer noch seinen Arm. Das war natürlich sehr schmerzhafte Aktion hier von Michael Knight. Das muss auch wiederum Michael Knight auch zugute halten, also das hat er doch schon clever gemacht, immer wieder die Arme zu bearbeiten hier von Murat Bosporus. Deswegen war er natürlich sehr eingeschränkt in seinen Aktionen, die konnte er nicht so kraftvoll durchziehen, wie er sonst immer macht, wie man es von ihm kennt. Fans von Murat Bosporus hier in Lübeck. Ein Riesenapplaus für die Wrestler! Es ist Zeit für den Main Event, den Titelkampf. Wir kommen nun zum letzten Match des heutigen Abends und deshalb frage ich euch, seid ihr bereit für den Main Event? Ja! Dann gibt doch noch mehr, seid ihr bereit für den Main Event? Ja! Dann legen wir los. Das heutige Match ist ein No Disqualification Match um den MDA International Champion Titel. Als erstes auf dem Weg zum Ring. Mit einer Körpergröße von 1,85 Meter und einem Kampfgewicht von 103 Kilogramm aus Brandenburg. Masterpiece Marcellus! Ja, da sehen wir ja den Herausforderer Masterpiece Marcellus. Wie gesagt, der Titelkampf um den internationalen MWA Champion Titel. Ein No Disqualification Match. Es wird keine Disqualifikation geben. Bei solchen Matches ist natürlich immer die Frage, was nutzen die Kontrahenten um den Gegner? Oh, da ist Leon vergast drin und greift Masterpiece Marcellus von hinten an. Der hat natürlich auch die Aktion gesehen, die wir gerade ertragen mussten. Und das muss Masterpiece offensichtlich jetzt ja, auch ertragen. Er hat zurückgezahlt. Ja, und das ist halt das, was ich meine mit No Disqualification. Ist die Frage, was lassen sich die Kontrahenten einfallen? Sehr schmerzhaft hier auf den harten Hallenboden. Schöner Snap-Suplex von Leon Vergasterin. Der gibt auch gleich Vollgas hier zu Beginn des Kampfes außerhalb des Rings gegen die Wand der Halle. Ja, und Florian Köhler steht natürlich dort und sagt den beiden zurück in den Ring. Denn es ist zwar nur das Qualification-Match, aber den richtigen Überblick hat man natürlich nur im Ring. Ja, vor allen Dingen haben wir auch kein Pinfall zählt überall in der Halle im Match. Das heißt, gepinnt werden muss trotzdem weiterhin im Ring. Genauso sieht es nämlich aus. Es dürfen halt nur Waffen benutzt werden. Man kann halt nicht disqualifiziert werden. Oh, Masterpiece hier muss mit dem Kopf voran. An den Ringpfosten, gegen den harten Stahlringpfosten. Ja, Leon Vergasterin greift sich gleich mal einen Stuhl und legt diesen auf die Absperrung, die den Entrance-Bereich markiert. Verpasst Masterpiece jetzt einen Kick. Er hebt ihn an. Oh, Masterpiece wehrt sich. Und hebt seinerzeit jetzt Leon Vergasterin hoch und mit dem Bauch, mit dem Magen voran, auf den Stuhl, auf die Absperrung. Das raubt natürlich die Luft, das wird schwer mit dem Atmen. Oh, und jetzt nochmal mit dem Stuhl zugeschlagen hier. Harte Aktion hier von Masterpiece Marcellus. Hat sich hier von dem Schrecken ein wenig erholt, dass Leon ihn von hinten hier angegriffen hat. Was normalerweise auch die Art von Masterpiece ist, da kann man mal sehen. Oder da konnte er mal sehen, wie man sich dabei fühlt.
Aber jetzt der Augenkratzer geben, Leon von Gasterin. Und jetzt hier Aktion im Seil. Aber wie gesagt, ein No-Disqualification-Match. Es gibt keine Disqualifikation. Masterpiece hält Leon hier im Seil. Schöne Aktion hier von Leon. Der befreit sich. War aber trotzdem sehr schmerzhaft. Alter Knee-Hit von Masterpiece. Nimmt ihn hoch. Und der Elbow hinterher. Und Folkencover. Masterpiece guckt in die Runde. Auf was wartet er? Er ist sicherlich im Klaren darüber, dass es um den Titel geht. Aber ich denke, er weiß ganz genau, dass er mit dieser Aktion noch den Sieg nicht erringen wird. Deswegen setzt er jetzt weiter nach. Ja, und verlangt hier den Applaus vom Publikum für so eine wunderschöne Aktion, die er hier gezeigt hat. Wunderschön in seinem Sinne. Ja, das ist richtig. Ja, und jetzt sehen wir, wie Leon von Gasterin da am Seil hängt. Oh. Schlag hier von Leon von Gasterin. Schlagkombination hier. Uppercut zum Abschluss. Und noch ein Uppercut. Oh, und da muss Masterpiece Marcellus zu Boden. Leon schnappt sich den Stuhl. Schiebt jetzt Masterpiece weg, aber der schnappt ihn schon in den Magen. Und jetzt krachen in den Rücken. Und nochmal. Leon torkelt hier, geht zu Boden. Masterpiece hat immer noch den Stuhl in der Hand. Oh, tritt hier von Leon. Schöne Aktion hier von Leon von Gasterin. Der verlässt jetzt den Ring. Normalerweise so eine Matchart, wollte gerade sagen, guckt ihr jetzt unter dem Ring, guckt, was da noch so zu gebrauchen ist. Und findet noch einen Stuhl. Ja, und dieser Stuhl wird sicherlich schnell Bekanntschaft mit Masterpiece Marcellus machen. Masterpiece kommt hier langsam hoch. Oh, Schlag hier auf den Rücken von Masterpiece Marcellus. Leon von Gasterin hat da wirklich sehr kraftvoll ausgeholt. Er zeigt an hier, soll noch ein Schlag kommen. Masterpiece kommt wieder langsam hoch. Ein Schlag hier von Leon von Gasterin. Und nochmal in den Magen. Oh, das raubt natürlich auch wieder die Luft. Auf die kurzen Rippenbogen. Das Publikum fordert nochmal, nochmal. Leon von Gasterin positioniert sich, wartet, dass Masterpiece hochkommt. Und noch ein Schlag. Und da fällt der Stuhl auch schon ein wenig auseinander. Diese krachenden Schläge sind natürlich nichts für diese Möbel. Klemmt er den Stuhl zwischen dem obersten und dem mittleren Seil fest. Ja, nimmt sich jetzt Masterpiece hoch und wird Banner selber in den Stuhl geschickt. Oh, mit dem Rücken muss er in die Ecke. Da wollte Leon erst noch ausweichen, aber da hat Masterpiece dann mit dem Kopf voran ihn, mit seinem Kopf voran ihn in den Stuhl gedrückt. Er hat Masterpiece gut geschaltet, so kann man sagen. Und schickt jetzt Leon von Gasterin aus dem Ring und folgt ihm. Ja, und beschwert sich jetzt hier beim Ringrichter. Oh, da nimmt... Oh, da nimmt er die Ringtreppe zu Hilfe. Und hier der Konter von Leon von Gasterin. Schlagkombination.
Masterpiece. Schiebt Leon mit den Nieren gegen den Ring. Mit den Nieren natürlich nicht richtig, aber die Nieren gegen wird dort attackiert. Mit dem unteren Rücken. Jetzt mit dem Kopf voran auf den Ringboden. Masterpiece dominiert hier das Match doch zusehends. Und dabei geht es um den internationalen Titel. Leon muss den Titel doch verteidigen. Ja, das Publikum ist derselben Meinung. Steht hier hinter Leon von Gasteren. Masterpiece zieht ihn wieder in den Ring zurück. Hebt ihn an. Überstreckt hier jetzt den Oberkörper von Leon von Gasteren. Ja, der ist natürlich seinerseits schon sehr angeschlagen. Ist natürlich sehr schmerzhaft. Versucht er jetzt herauszukommen mit Kniestößen gegen den Kopf von Masterpiece. Ein Cover. 1, 2. Ja, natürlich sehr clever gemacht hier von Leon von Gasteren. Masterpiece ist dann doch wütend. Tritt hier gegen den Oberkörper von Leon von Gasteren. Masterpiece nimmt ihn hoch und Running Power Slam, den haben wir schon im ersten Kampf des Abends gesehen. Da hat er das Match entschieden. Ja, Masterpiece lässt sich auch wieder viel zu viel Zeit hier. Ja, der hat doch was vor, der hat doch irgendwas vor. Sonst wird er nicht aus dem Ring gehen und irgendwas unter dem Ring hervorkramen. Was hat er dort? Sieht aus. Eine Tischplatte. Oh ja, eine Platte eines Tisches hat er dort. Ja, Leon von Gasteren schaut noch ein wenig verwirrt. Kann die Lage wohl noch nicht so richtig einschätzen. Masterpiece positioniert die Platte, so wie er sie jetzt braucht. Stellt sie in der Ringecke ab. Oh, und wieder ein Stuhlschlag hier gegen den Rücken von Leon von Gasteren. Der ist schon sehr benommen. Kriegt die Situation hier wahrscheinlich noch nicht so richtig oder nicht mehr so richtig wahrgenommen hier. Und Der Konter. Schön gemacht von Leon von Gasteren. Der hat aber wohl so nur so getan, als ob er die Situation nicht richtig begreift, um einen schönen Konter anzusetzen. Schnappt sich jetzt Masterpiece Marcellus, der hebt ihn an und durch die Tischplatte. Das war natürlich auch sehr clever hier von Masterpiece Marcellus. Hebt Leon von Gasteren einfach hoch und rammt ihn durch die Tischplatte. Jetzt zieht ihn aus der Ecke heraus. Wird jetzt das Cover kommen? Ja. Viel zu locker. 1, 2. Nur bis 2. Ja, da verstehe ich auch Masterpiece nicht, was das soll. Ich meine, der weiß auch ganz genau, was so ein Cover. Das ist ein Titelkampf. Er kämpft hier gegen den amtierenden Champion. Da kann man doch nicht so ein Cover ansetzen. Also das ist doch nun wirklich... Das zeugt nun wirklich von Arroganz. Da gibt es den nächsten Stuhl, den Masterpiece da unter dem Ring hervorholt. Masterpiece kommt langsam auf die Beine, will den Stuhlschlag jetzt ansetzen. Hat auch einen Stuhl in der Hand. Er schlägt als erstes zu. Oh, Leon hat zuerst zugeschlagen. Oh, hat er die letzte Kraft genommen und Masterpiece zu Boden geprügelt. Ja, aber Masterpiece seinerseits hat er auch schon ausgeholt und auch schon Leon getroffen, aber der war natürlich schon... mehr angeschlagen als Masterpiece, ist deswegen seinerseits auch zu Boden gegangen. Oh, jetzt der Schlagabtausch der beiden Konterhänden. Ja, offener Schlagabtausch, keine Deckung mehr. Da geht es hin und her, kreuz und quer. Jetzt hat Masterpiece die Oberhand. Schickt Leon ins Seil. Aber der kommt mit dem... Oh,
Oh ja, schöne Hetzeser von Leon van Gasteren. Oh, Backcracker von Leon. Ja, das ist Leon, das kann doch es sein. Doch nicht, er nimmt sich den Stuhl. Dann Leon noch mal die restlichen Kraftreserven aus sich herausgeholt für diesen Move und den Anlauf. Schönes Hand auf den Stuhl, das raubt natürlich die eigene Kraft, aber so schwächt man den Gegner. Effizient und dauerhaft. Und jetzt das Cover. Eins, zwei. Und nur bis zwei. Ja, ist natürlich eine gefährliche Aktion gewesen hier von Leon van Gasteren. Da kann er sich selber auch verletzen bei. War schon ein hohes Risiko, was er hier gefahren ist. Schickt Masterpiece in die Ringecke, nimmt Anlauf. Und trifft ihn mit einem krachenden Form. Jetzt platziert er den Stuhl vor dem Gesicht von Masterpiece. Was ist er jetzt vor? Oh. Er steigt aufs oberste Seil. Kommt jetzt, was ich denke. Er springt. Oh, den Coast to Coast von Leon van Gasteren. Das kann ich jetzt sagen. Jetzt muss er Masterpiece Marcellus in die Ringmitte ziehen. Jetzt muss er ihn covern. Jetzt muss er den Sieg klar machen. Ja, das ist natürlich alles leichter gesagt als getan hier nach so einem Sprung. Er verlässt hier den Ring. Ja, da wäre natürlich ein Cover wirklich wesentlich sinnvoller gewesen hier jetzt. Schauen wir uns mal Masterpiece Marcellus an, der blinkt auch gerade ein bisschen. Was macht er jetzt noch? Ich kann nicht mehr. So sieht er gerade aus. Schwer gezeichnet von diesem Kampf. Ja, und Leon sucht... Oh, es ist noch eine Tischplatte hier. Nicht nur eine, sondern gleich eine zweite hinterher. Oha. Leon baut sich jetzt hier was zurecht. Stellt den Stuhl auf. Er nimmt den zweiten Stuhl zur Hand. Ja, das wird doch nicht einfach. Baut er sich jetzt einen eigenen Tisch? Ja, was soll denn jetzt kommen? Schiebt sich das zurecht. Masterpiece ist immer noch benommen in der Ecke nach diesem Coast to Coast. Leon kontrolliert hier sein Bauwerk, zieht jetzt Masterpiece nach oben und wird beinahe ausgekontert. Da kommt er hier von Masterpiece Marcellus, der will jetzt seinerseits den Power Slam zeigen, wenn er kontert. Kick. Oh, ja, Cutter durch den Tisch, wunderbar. Jetzt covern, das wäre der Sieg, das wäre die Titelverteidigung. Und das... Das dauert auch hier jetzt wieder viel zu lange. Was guckt er denn jetzt schon wieder? Das lässt sich hier von uns, von unserer Position natürlich alles sehr klug sagen. Aber er wird sich schon was dabei denken. Er steigt jetzt auf oberste Seil. Ja, Forward greift jetzt schon wieder ein. Forward war die ganze Zeit hinten und jetzt kommt er zum Ring. Das sollte natürlich der Frog Splash werden von Leon. Jetzt weicht er aus. Und jetzt hat Forward natürlich ein bisschen Angst. Oh. Das Michael Knight, na großartig, das und war der Gürtelschlag. Ja, und passiert jetzt natürlich nichts, weil es ist ein No-Disqualification-Match. Der Ringrichter kann niemanden disqualifizieren. Leon liegt am Boden, jetzt kommt das Cover. Eins, zwei, oh! Da kommt Leon van Gasteren aus dem Cover heraus, damit hätte ich niemals gerechnet. Das hätte ich auch niemals gedacht. Eingriff hier von Michael Knight, der Gürtelschlag von Forward. Und Leon van Gasteren kommt immer noch heraus. Jetzt nimmt Masterpiece Marcellus ihn hoch. Tombstone. Der Ansatz auf den Gürtel. Oh, das ist es. Das war's. Wir haben einen neuen Champion. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Ja, jetzt hören wir es offiziell. Neuer internationaler NBA-Champion Masterpiece
Marcellus. Nach einem Eingriff hier von Michael Knight. Und die bearbeiten jetzt weiter hier Leon. Was soll das denn? Die haben doch ihren Titelgürtel. Schubsen den Ringrichter beiseite. Gehen weiter auf ihn los. Vorwart holt irgendwas unter den Tisch hervor. Das. Da ist Murat Bospo. Kriegt den Stuhlschlag. Und eine dicke Holzlatte über den Kopf hier von Murat Bospo zerbrochen. Es gibt Dinge, mit denen rechnet man nicht und damit habe ich nicht gerechnet. Murat Bospo wollte hier Leon von Gasteren zur Hilfe kommen, aber wird genauso zu Boden geprügelt wie der jetzt ehemalige Champion leider. Wer ist das? Da kommt Marty Phelps, da kommt Tim Sugstorf, haben beide einen Stuhl in der Hand. Michael Knight und Masterpiece Marcellus sind verschwunden. Fairbot hat noch gar nichts mitbekommen. Stuhlschlag in den Rücken und nochmal in den Bauch. Forward liegt am Boden. Jetzt gehen sie nach draußen. Jetzt wollen sie natürlich dafür sorgen, dass Michael Knight und Masterpiece Marcellus nicht mehr in den Ring kommen. Forward ist natürlich jetzt gefundenes Fressen für... Ja, da werden Masterpiece in Schach gehalten. Tim Sugstorf und Marty Phelps haben da die Dachlatten in der Hand. Damit wird jetzt Masterpiece und Michael Knight auf Distanz gehalten. Und so wie das aussieht, soll jetzt Forward hier wohl die Quittung dafür bekommen, für die ganzen Eingriffe während der Kämpfe. Was natürlich auch mehr als verdient wäre. Da sieht man hinter dem Hintergrund nochmal Marcellus und Tim Sugstorf mit den Latten in der Hand. Du meinst von Marty Phelps und Tim Sugstorf? Genau. Also egal. Oh. Da schöner Assisted Leon Cutter von den beiden. Das ist die Rache. Sehr schön durchgezogen hier die Aktion. Hier sieht man wieder, Masterpiece will eigentlich Forward helfen, aber Marty Phelps steht da mit der Latte. Forward liegt benommen, K.O. am Boden. Sehr schöne Aktion hier ausgeführt von Leon von Gasteren. Leider nicht mehr Champion, neuer amtierender Champion, Masterpiece Marcellus. Was für Geschehnisse hier am heutigen Abend. Das lässt auf mehr hoffen. Ja, Leon hat zwar noch den Gürtel in der Hand, aber ist halt nicht mehr der rechtmäßige Eigentümer. Der rechtmäßige Eigentümer ist, wie gesagt, jetzt Masterpiece Marcellus. Und hier wird er immer noch in Schach gehalten von Marty Phelps und Tim Sugstorf. Und Forward liegt immer noch K.O., immer noch benommen in der Ringmitte. Das war Most Wanted 10 vom 3. März 2012 in der Lübecker Hansehalle. Die nächsten Daten der nächsten Events findet ihr auf unserer Webseite www.mwa-wrestling.de. Mein Name ist Daniel Neumann. Mein Name ist Thorsten Simon und ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.